Okay. So, einmal raus bitte. Boah, verdammt. Na toll. So, das bringt mir jetzt was? Das bringt mir jetzt diesen Punkt. Und einen Weg hier rein. Kann sie hier irgendwo... Ich sehe gerade so gut wie gar nichts. Da ist doch ein Rohr, ne? Da ist ein Rohr, ja. Und ein anderes Rohr, okay. Und hier rein. Das ist... Ich sag mal, das ist jetzt optisch wirklich... Was? Was? Ja, ist okay. Was? Ach, sowas? Nein, 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 nein. Ich will nicht mit denen. Ich will nicht gegen die kämpfen. Wirklich nicht. Ja, komm. Hoch, 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 hoch. Zack. Zack. Weg, 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 weg. Hoch, hoch, hoch. Hoch, hoch und weg. Okay. Hoch. Nochmal weg. Okay, den konnte ich Gott sei Dank gerade stören. Komme ich an den oben irgendwie ran? Ich glaube nicht. Ja, kannst du sagen. Was? Bitte. Und die entwaffnen wir mal. So. Okay, das hat funktioniert. Und hier sind jetzt die Finishers drin. Na toll. Die ganze Zeit waren die nicht drin. Und jetzt plötzlich sind sie drin. Ich finde, die hätten sie mehr einbauen können. Aber ich bin angekommen. Cool. Ich habe es geschafft. Ich hätte nicht gedacht, dass ich es schaffe. Bei dem Hin und Her da gerade. Oh, das war ja... Wow. Bewegliche Wände. Ach, ich hasse sowas. Ich hasse ja sowas. Verlasse den Gridnod. Na, das ist doch... Hoffentlich kriege ich jetzt einen Fahrstuhl oder irgend sowas. Was? Und du? Was? Wo bin ich denn hier? Hä? Was? 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 Hey, halt! Halt! Ich bleib dabei. Ich bin immer überrascht, dass sie genau weiß, wo diese Planen sind, damit sie da auch richtig schön reinfallen kann. Passt alles, da überlegen wir nicht, da wissen wir einfach, wo wir hinfallen müssen, das funktioniert, das geht, das, ja. So, das war der eine und dann gab es doch hier irgendwo noch einen anderen. Ich hatte noch einen zweiten, wo ich sagte, den würde ich gerne machen. Nicht Kit, Unterkunft, Unterschlupf, da. Geht nicht, weil natürlich der dazugehörige Gridnod noch nicht gehackt ist. Und dann müssen wir den da hinten nehmen. Dann nehmen wir den. Und dann rennen wir von da zu dem Gridnod und versuchen unser Glück nochmal. Und ja, ich glaube, danach werde ich das Programm auch beenden, weil, wie gesagt, die Teile für Plastik, die zwei, weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie die gehen sollen. Da sind die Punkte ja weitaus höher als das, was Faze hinkriegt mit dem Springen. Ich hätte es gerne gemacht, weil ich nicht weiß, ob danach vielleicht nochmal ein, ja, noch irgendeine Art von Zwischensequenz mit Plastik kommt, aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Wenn ich mir das Programm so ansehe, denke ich ehrlich gesagt, das wird nicht kommen und ah ja, noch ein Emblem, danke. Sehr nett. Entschuldigung, sehr nett. Und hier geht's runter. 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 Hm. Runter und sie wollte nicht. Sie wollte sich nur hinhocken. Kann man auch machen. Hinhocken ist immer gut, aber so, am Rohr runterrutschen ist, glaube ich, besser in der Situation.
So, hier geht's weiter. Und wie gesagt, also die beiden Missionen dafür Plastik, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie die gehen sollen. Vielleicht suche ich da selbst mal nach irgendeiner Art von Komplettlösung oder so. Nein, wir rennen an euch vorbei. Ich will nicht gegen euch kämpfen, ganz ehrlich nicht. Ignoriert mich doch mal bitte. So, es gibt nämlich keinen Grund mehr, euch zu vermöbeln. Schließlich arbeitet ihr jetzt für meine Schwester. Glaube ich. Auch wenn das hier im Programm gerade mal nicht berücksichtigt wird, was ich ehrlich gesagt nicht so schön finde. Also sie hatten ja am Anfang... Auch das ist wieder so ein Ding. Also sie hatten ja am Anfang sozusagen eine Stadt, wo es noch nicht ganz so düster aussah, so von der Story her, wo noch nicht die ganzen Korsek-Mitarbeiter... Korsek sage ich schon. Krugasek-Mitarbeiter patrouillierten. Und ich gebe zu, das hätten sie jetzt hier eigentlich wieder resetten können. Aber das haben sie leider nicht. Genauso die Ansagen, die hätten sie jetzt rausnehmen müssen. Weil wir sind eigentlich ja durch mit der Story. Und da sind die Ansagen von dem guten Herrn Kruger nicht wirklich passend. Muss man jetzt mal sagen, die sind nicht mehr passend. Kraut er dir auch deinen? Nett von dir, dass du das sagst. Aber ganz ehrlich, der hätte jetzt wieder so eine Zustellgeschichte. Möchte ich aber, wie gesagt, gar nicht mehr machen. Ich habe auch das Gefühl, seitdem die Story beendet ist, dass so ein bisschen Luft aus dem Programm ist. Also geht mir persönlich so. Ne? Also wenn ihr spielt, könnt ihr gerne weiterspielen und jeder kann auch gerne jede kleine Mission noch machen. Aber ich persönlich muss sagen, es fühlt sich an, als ob so ein bisschen die Luft gerade raus ist. Und nicht nur bei dem, was ich gerade erzähle, sondern so insgesamt. Denn es fehlt das Ziel. Ne? Wir haben das Ziel mehr oder minder, eigentlich haben wir die Revolution gestartet. Aber wir machen sie jetzt eben nicht mehr, weil wir... ja, durch sind, sage ich jetzt mal, mit der Story und die Revolution in einem anderen Kapitel erzählt werden soll. Vielleicht wurde die sogar erzählt in Teil 1. Ich weiß es ja nicht. Ich habe Teil 1 ja nie gespielt. Und das soll ja auch nicht so gut sein wie das hier. Und selbst das hier hat ja schon einige Sachen, wo ich sage, naja. Und ich starte mal diesen Gridout. Lass mich rein. Und danke. Ich hoffe, dass der jetzt nicht... Doch, der wird auch relativ schwer, weil der hat auch schon dieses hier als Voraussetzung, dass man überhaupt reinkommt. Was? Warum ist die nicht an der Wand? An der Wand! Das hier. Naja, ich frag lieber nicht. Sie ist rübergekommen, aber eigentlich hätte sie an der Wand langlaufen müssen. Und da ist er. Es bewegt sich da schon wieder irgendeine Wand. Das ist doof und das Ding ist im Bau. Okay, also die bauen hier noch. Das ist okay. Jetzt ist die Frage, wie wir da hinkommen. Ich guck mal, ob mir das hier was bringt. Sieht leider nicht so aus. So, die Runner's Vision ist offline. Das wäre jetzt zu einfach gewesen. Sag mal, immer so. Ist da nicht ein Loch drin? Guck mal, hier geht's rein. Hier ist der Anfang. Haha. Und dann kann ich nämlich... Was? Ach, das können wir drehen. Das ist doch sehr schön. So, einmal hier rüber. So, das Spielchen kennen wir schon aus dem anderen. Auch wenn ich den Eindruck habe, der hier ist ein wenig leichter. Sagt er und stürzt in den Tod. Ich meinte damit, vom Aufbau her ist der, glaube ich, ein Stück leichter. Ich denke, den sollte man vorher machen, bevor man den, den ich zuvor gemacht habe, machen. Was? Das Ding fährt sich ja ein. Okay, kommt aber wieder raus. Und dann kann ich hier rüber. So. Das hat schon mal geklappt.
Auf dem war ich gerade drauf. Jetzt müssen wir gucken, wo es hier weitergeht. Ah ja. So würde es weitergehen. Weil das ging einmal nach oben. Was zum... Sie ist wieder nicht an die Wand gelaufen. Was mehr als blöd war. Moment mal bitte, auf welcher Ebene bin ich denn jetzt? Ich komme aber wieder hoch. Okay. Moment, komm raus. So. Das hier sollte sie nämlich machen und das hatte sie gerade nicht gemacht. Und das hier ist doch wohl auch so ein halber schlechter Witz. Bitte mal gerade bleiben, gerade bleiben, gerade bleiben. So. Okay. Hier können wir was rausziehen. Ups. Mal kurz durch. Und rüber. Nein! Fast. Fast. Hätte früher springen müssen. Und zwar nach oben. Ich glaube, die Wand wäre noch nicht einmal nötig gewesen, aber das werden wir gleich sehen. Natürlich. Natürlich. Du fährst genau dann ein, wenn man hier langläuft. Der Timer ist genau so, also wenn er hier lädt, ist das so gesetzt, dass das erst reinführt und nicht nach draußen. Damit man auch ja warten muss, dass das Ding hier wieder rauskommt. Okay. So, einmal nach oben. Danke. Ich meine, sowas verstehe ich ehrlich gesagt nicht ins Spiel. Wenn die wissen, hier ist der Speicherpunkt, ja, und ich muss auf diese Plattform, dann könnten sie doch jetzt machen, dass das Ding herausfährt. Aber doch nicht, wenn es reinfährt. Das ist doch irgendwie falsch rum. Das müsste man mir nochmal erklären, wieso das so ist. Es wird einen Grund geben und ich werde ihn wieder nicht kennen und ich weiß auch nicht. Wahrscheinlich werde ich ihn auch nicht verstehen. Es wird was mit hochkomplizierter Mathematik zu tun haben und wahnsinnig viel Programmierungsaufwand. Hier komme ich raus. Auch nicht schlecht. Da kommen wir raus. Da kommen wir schon mal weg. Nicht übel. Aber ich muss ja irgendwie nach oben. Yeah! Wir fallen einmal. Okay. Ich glaube, das war im Kreis gelaufen. Aber schön, dass es geht. So, dann machen wir es nochmal. Ich habe keine echte Ahnung. Muss ich raus, um wieder reinzukommen? Das ist ja denkbar, ne? Also man kann ja unter Umständen... Hier scheint es nicht weiterzugehen. Hier geht irgendwas weiter. Oh. Au. Nein, nein. Nicht runterfallen. Nicht runterfallen. Und nu? Leute, ich weiß jetzt gerade nicht so richtig. Ich glaube, ich muss nach drüben. Gucken wir mal. Sie kommt doch an die Stange. Sie kann an die Stangen. Auch wenn sie beim ersten Mal spontan vorbeigesprungen ist. Aber sie kann an die Stangen. Okay. Na gut, dann eben an die Stangen. Ich hoffe, dass das ausreicht, wenn ich hier einfach mal... Ja, jetzt geht's. Beim ersten Mal ist sie da... erfolgreich dran vorbeigesprungen und ist runtergefallen, aber egal. So, jetzt sind wir angekommen. Ich vermute, ich muss hier auf diese komische Stange balancieren. Ungefähr so. Und von da müsste ich jetzt hier was rausziehen können. Danke. Hier hoch. Ich hoffe, dass das geht. Ja. Das war nämlich
nicht ganz so geplant gewesen gerade. Denn das war so geplant. Was? Da? Wie komme ich jetzt da hin? Ich glaube, ich muss nach unten. Und dann hier nach oben. Hoch. Sie will nicht nach oben. Warum will sie nicht nach oben? Weil sie nicht passt. Okay. Moment. Wir kriegen das raus. Wir kriegen das raus. Oder wir müssen gleich nach oben. Das geht natürlich auch. Dann hier nach unten. Aua. Okay. Was? Ach, hier kommt man rein. Boah, wo stehe ich denn jetzt? Okay, sowas nicht gedacht, aber es hat trotzdem funktioniert, glaube ich. Was war denn das? Okay, das bringt mir gerade nichts. Doch, es bringt mir was. Es bringt mir sogar was. Komm mal raus. Das bringt mir deswegen was. So, komm mal hier nämlich rüber. Und nach oben. Okay. So, das war schon mal der Weg. Und ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt bin. Aber ich weiß, wo ich hinkomme. Ich müsste jetzt langsam aber sicher zu der Röhre da kommen. Oder auch nicht. Moment, 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 Moment. Wir müssen da rüber irgendwie. Aber wie? Wie macht man das? Wie macht man das elegant? Und wie kommt man zu der Röhre da? Ich gehe mal nochmal runter. Nein, 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 nein. Ich glaube, ich bin hier komplett gerade falsch, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich sehe hier nämlich nur bedingt etwas. Aber andersrum, ich habe keinen anderen Plan. Der Wegpunkt sagt da. Das wäre hier. Ach, hier geht's rein. Okay. Hier geht's rein. Hab's gefunden. Dann geht's hier hoch. Wenn es hier hoch geht, dann geht's hier wieder in so ein. Okay, jetzt haben wir auch wieder eine Runner's Vision. Die machen wir mal an. Ich habe keine Ahnung, ob es jetzt hier Wachen gibt oder nicht. Man schickt uns erstmal hier. Und hier regnet es. Schön. Okay. Bisher gab es kein Wetter in der Stadt, aber jetzt gibt es Regen in einem Gebäude. Hm, kam Mama. Ah, wir sind angekommen. Verlasse den Gridnode. Mache ich gerne. Uah. Entschuldigung, so wollte ich ihn nicht verlassen. Komme ich vielleicht nochmal hoch? Wir kommen nochmal hoch. Super. So. So geht's. Okay. Und damit ist auch der Gridnode abgeschlossen. So, jetzt mache ich nochmal das. Jetzt hätten wir noch einen Upgrade-Punkt. Den kann ich ja nochmal ganz schnell hier vergeben. Ich weiß zwar nicht wofür, aber macht nichts, in den Kampf. So, noch einmal auf die Karte einen kurzen Blick. Wir hätten hier noch einmal Plastik. Und ansonsten hätten wir da oben nochmal Plastik. Die beiden haben wir schon gemacht, also versucht zumindest. Ich werde die jetzt aber nicht nochmal machen. Die ganzen Runs und Co. mache ich auch nicht. Unten hatte ich ja schon geguckt, gibt es auch nichts mehr, was wir machen können. Okay, ja, na dann.
bin ich jetzt am Ende. Die ganzen Runs und Co. werde ich jetzt hier nicht mehr machen. Ich denke, die wiederholen sich halt auch. Ne? Das sind so diese Zustellteile, die müssen halt nicht sein. Und deswegen, ich werde dann sozusagen die Aufnahme beenden. Die ganze Stadt hier ist ein bisschen dunkel an der Stelle momentan. Was haben wir hier noch? Macht das aus. Nein, Avani muss auch das Negative hören, wenn es so weit ist. Erzähl mir, was er gesagt hat. Der Bastard will mehr Geld. Er will 20% mehr, wegen des höheren Risikos, sagt er. Verdammt. Damit hätte ich rechnen müssen. Ich rede mit ihm und handle einen Deal aus. Zufälligerweise hat er genau dasselbe vorgeschlagen. Er hat einen Job für uns. Wenn wir ihn übernehmen, sind wir quitt. Okay, dann machen wir das. Wissen Trine und Firebird Bescheid? Das sagen wir ihnen später. Lass uns gehen, bevor ich ausraste. Wir machen einen Run für Token. Wusstest du, dass Phil für ihn gearbeitet hat, als man sie schnappte? Zumindest erzählt man sich das. Echt? Würde einiges erklären. Allerdings. Gehen wir. Na, das passt doch. Zum Ende noch eine Aufzeichnung, einfach so gefunden. Ja, und wie gesagt, ich werde jetzt die Aufnahme beenden. Das war noch so der letzte Rest, den ich von Mirror's Edge Catalyst zeigen wollte. Ich vermute, diese Folge, diese Special-Folgen hier, wenn ich mir die Aufnahmezeit ansehe, jetzt bin ich bei einer Stunde 18 Minuten gerade. Ich werde die wahrscheinlich kürzen, weil da waren sehr viele Tode drin, sehr viele Fehlsprünge, besonders das, was man mit Plastik da gemacht hat. Und die Tests, da werde ich vielleicht ein, zwei rausnehmen. Ich weiß es noch nicht. Ansonsten, wie gesagt, die Plastikteile, die habe ich versucht. Nicht geschafft, weil ich nicht weiß, wie das funktionieren soll. Vielleicht weiß ja irgendjemand von euch, wie es geht. Es wird Anleitungen, YouTube-Videos und Co. geben, wie es funktioniert. Also deswegen, da kann ich leider nicht sagen, wie es funktioniert. Die Gridnotes haben wir noch gemacht, die auf der Karte waren. Ich glaube, damit sind wir storytechnisch komplett durch. Also Haupthandlung und so weiter sind wir durch. Die eine Nebenaufgabe, die war interessant, auch wenn ich sagen muss, also die mit der Frau, die sie im Gefängnis irgendwie da kennengelernt hat, interessant, passte aber gar nicht in die Story. War irgendwie wie aufgesetzt oder so. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht war die ja in dem ersten Teil wichtig, den ich ja nicht kenne. Ja, macht auch nichts. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ja, ich wünsche euch was. Und ansonsten, wir sehen uns dann demnächst wieder in einem anderen Let's Play. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Ja, hallo, ich bin's nochmal. Mich hat das mit diesen Nebenmissionen nicht in Ruhe gelassen. Ich gebe zu, ich habe nochmal drüber nachgedacht. Ich habe gerade auch nochmal im Internet gesucht, wie macht man diese Mission für Plastik. Und deswegen, mich hat das einfach wirklich nicht in Ruhe gelassen. Und ich musste es nochmal versuchen. Und ich habe es gerade eben schon aufgenommen. Ihr werdet gleich sehen, wie es geht. Und deswegen, ich zeige es euch jetzt ganz einfach nochmal und dann könnt ihr euch ja sozusagen die Wege mal angucken. Es ist ein bisschen knifflig, aber man kann es schaffen, wenn man weiß, wie es geht. Also, viel Spaß mit den zwei kleinen Runs, die ich vorhin nicht hingekriegt habe. Ich schiebe sie jetzt praktisch nach. Danke. Kuma wird sich freuen. Du musst weiter. Und das war's. Ich habe jetzt kompletten Zugang. Dann wollen wir doch mal sehen. Oh, und danke, Faith. Aktiviert. Los, weiter, Faith. Das machst du gut, Faith. Nur noch ein paar und ich habe vollen Zugang. Wow, du bist echt schnell. Danke.
So, und jetzt habt ihr gesehen, was ich meinte. Eigentlich ist es relativ einfach, wenn man weiß, wie man es macht. Ich gebe zu, ich wäre jetzt spontan nicht auf die Idee gekommen, diese Wege zu gehen. Wie gesagt, ich musste auch im Internet mal nachgucken und selbst bei YouTube ein Video mir ansehen, wie man diese Runs macht. Ein bisschen knifflig für meinen Geschmack, aber gut, es ging. So, jetzt habt ihr auch diese Mission gesehen, in diesem Sinne. Das soll es jetzt aber endgültig von Mirror's Edge Catalyst gewesen sein. Ich danke euch nochmal fürs Zusehen. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Haben wir sie!